Schönen Tag bei den Rap-Fans und willkommen zum nächsten Info des CMBs. Und zwar ist es etwas kurz gehalten. Und zwar, es geht um die Battles und wann die veröffentlicht werden und um die zukünftigen Fristen. Die Achtelfinalfrist geht noch bis zum 18.09., also ihr habt noch mehr als eine Woche Zeit für die Battles. Und wir erwarten auf jeden Fall gute und spannende Runden. Im Achtelfinale kann man so sagen, dass zwei Battles pro Woche hochgeladen werden. Und dass es Kurzanalysen geben wird. Also wir versuchen uns in den Analysen möglichst kurz zu halten. Circa vielleicht 5 bis 7 minütige Analysen mal 2. Wenn zum Beispiel Battles auch ziemlich eindeutig sind, dann werden wir uns auch noch ziemlich kurz halten. Im Viertelfinale gibt es dann das genauere und detailliertere Analysen. Dementsprechend wird auch noch der liebe Alex jetzt nicht bei den Analysen vertreten sein. Er wird auf jeden Fall die Nachbearbeitung übernehmen und ich werde halt bei den Kurzanalysen meinen Senf alleine dazugeben. Okay. Unser Timetable fürs Achtelfinale besteht daraus, dass wir am Montag und am Mittwoch ein Battle veröffentlichen. 3 Tage danach, also am Donnerstag, ist der Userwort für Battle 1 geschlossen bzw. gefriest und am Samstag. Und am Sonntag kommen die Doppelanalysen. Dementsprechend ergibt sich folgender Timetable. Am 19.09. kommt Neon gegen Ilo Tomati. Am 21.09. Scout vs. Age. Und am 25. kommen die Kurzanalysen von Battle 1 und 2. Die Gewinner der zwei Battles treten direkt im Viertelfinale gegeneinander an und hätten eine Frist bis zum 14.10. Am 26.09. kommt Caesar gegen Simba und am 28.09. kommt Bizzes gegen Donkey, der Benzer. Und am 2.10. kommen die Kurzanalysen zu Battle 3 und 4. Frist für die Gewinner ist bis zum 21.10., also immer eine Woche weiter. Baba Kürbis gegen Diva kommt am 3.10. King D gegen Mula bis zum 5.10. Am 9.10. ist dann die Kurzanalyse. Aki gegen MC Zucker Blatt am 10.10. Yu gegen Black Demon und Green Tornado am 12.10. Und am 16.10. kommt das Battle 7 und 8, die Kurzanalyse. Also Gewinner der Battle 5 und 6 haben eine Frist bis zum 28.10. Und die Gewinner der Battle 7 und 8 eine Viertelfinalfrist bis zum 4.11. Die Mottos fürs Viertelfinale werden natürlich nach den Kurzanalysen verkündet, sobald die Gewinner feststehen. Ab dem Viertelfinale gibt es wie gesagt genau und detailliertere Analysen und es gibt dann ein Battle pro Woche. Dann ist auch mein Mitleiter, der Alex, wieder auch dabei in den Analysen und wird auch noch seinen Senf dazugeben. Das Viertelfinale wird dann am 17.10. direkt nach dem Achtelfinale anfangen, damit wir dann einen flüssigen Übergang haben. Aber so weit wollen wir jetzt nicht hinaus. Ihr werdet schon noch alles wissen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Das war's eigentlich mit dem Infovideo. Jetzt wisst ihr, wann welches Battle kommt. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Runden und hoffen auf coole Battles. Bis dann und haut rein!